So, hallo und willkommen zurück bei Zocking Stream TV. Wir spielen immer noch Star Trek Online. Unsere nächste Stottermission wartet. Mit dabei auf jeden Fall der Sir Iron. Hallöchen. Hallöchen. Also, neue Sternflotte rufen, Bericht erstatten. Wir holen uns einen technischen Offizier. Solange sie mehr als 50 Gegenstände in der Auffangtasche haben. Mist. Dann holen wir uns halt eine andere Mission. Missionslogbuch, aktive Missionen. Schall und Rauch, TARDIS, da haben wir es ja. Teilen. Hast du bereits? Hauptmission ist ausgewählt. Und die Vergangenheit aufdecken müssen wir. Dann machen wir das doch mal. Primärmission, TARDIS und Reisen. Autonavigation ist angeschaltet. Du bist schon vorgeflogen. Jay wieder ein. Ja, ich habe einen neuen Warpkern jetzt übrigens. Der mir, beziehungsweise einen neuen Impulsantrieb, der mir während der Schlacht eine schnellere Bewegung verspricht. Ob das klappt, werden wir sehen bei der nächsten Schlacht. Ja, ich habe dich, glaube ich, schon gleich überholt, aber du holst wieder auf. Kurskorrekturen helfen dir. Da ziehen die Planeten vorbei. Ich bin gerade durch einen kleinen Stern durchgeflogen. Das Schiff hält einiges aus. So, wo fliegen wir überhaupt hin? Hobus-System. Okay. Hobus. Oh, du fällst jetzt aber ganz schön zurück. Über 3 Lichtjahre jetzt schon. Juhu! Ich bin der Schnellste der Schnellen der Schnelleren von uns beiden. Ja, ich hatte in der Pause, hatte ich mal kurz versucht, mein Inventar ein bisschen aufzuräumen und zu leeren, aber das ist so voll. Und dann gab es ja noch Verschlusskisten, also die Gratis-Verschlusskisten für Episode 13, also Season 13. Das hat noch mehr Zeug gebracht. Ich kam überhaupt nicht hinterher und da dachte ich mir, okay, entweder könnt ihr jetzt 2 Stunden Inventar aufräumen und mein Schiff ausrüsten. Oder ich gehe wieder auf Sendung und wir machen das einfach nachher irgendwann. Ich weiß nicht, wie interessant das für euch ist, sowas zu sehen, wie wir das Schiff ausrüsten oder ob ihr nur die schnellen Missionsabfolgen, die wir hier machen, sehen wollt. Schreibt es mal in die Kommentare, dann können wir das beim nächsten Mal ein bisschen besser einbauen. Ob ihr genau wissen wollt, wie wir ausrüsten, was wir ausrüsten oder ob es eher um den Spaß des Failens geht. So, wir gehen direkt nach TARDIS. Ach so, du warst noch gar nicht da, oder? Ich bin gleich da. Okay. Ah, hier ist ein zerstörter Planeten. Ich werde mal kurz auf dich warten, bis du auch da bist, weil ich glaube, hier geht es direkt gleich zur Sache. Ein Ja, flieg riesiger. rein. Okay. Nee, flieg rein. Ein riesiger Warbird steht vor mir. Du bist schon reingeflogen. Der RRW Lazet. Aber ich glaube, du bist auch gerade gekommen. It is a pleasure to be working with you. So. I heard about how you got your first command. Well Ah, done. Not every ein officer Verbündeter gegen die and agents Borg. working for the Romulan Republic have recovered definite proof. TARDIS Remola. cannot be allowed to commit. Sehr I schön. am detecting some very rare minerals in the Hobus system. Was? Quarantäne? Was? Wie? Im Hobus-System. Bist du nebenbei am Bestätigen? Ja. Achso, ja, ich denke gerade hier. Bereiten sich vor, eine Probe zu nehmen. Blabla, schon alles fertig gemacht hier. Während ich versucht habe, das durchzulesen, hast du einfach die Mission beendet. Okay. Ja, mach ich immer so. So. Weil du hast auch nicht mehr so viel Zeit, wegen Altersschwäche und so. Ja, genau. So. Ich hasse dieses. Jawohl! Wellenform stimmt überein. Sehr gut. Nehmen Sie eine Probe. Ich nehme eine Probe. Oh, romulanische Schiffe enttarnen sich. Schwarzer Bildschirm. Videosequenz. Das sind aber viele. Das sind aber kleine. Ja. Ja,
So, jetzt muss ich wissen, wie ich meine Minen auslösen kann, die ich eben ausgerüstet habe. Die löst sich von alleine aus. Die lösen sich von alleine? Ja, aber wie? Du hast sie als Waffe ausgerüstet, wie eine Waffe halt. Nee, die waren ständig bereit, auch vorhin in Friedenszeiten. Viele kleine machen auch Erde. Ah, ich muss lange gedrückt halten, dann löse ich die aus. Gut zu wissen. Und die fliegen direkt auch auf meine Gegner zu, das ist auch praktisch. Ui, und die machen ordentlich Schaden anscheinend. Ja. Gut zu wissen. So. Zum Planetenfragment Beta begeben. Das ist da vorne. Fliegen wir doch mal dahin. Trümmerhaufen hier. Ja, aber wendig ist die Enterprise hier, kann man sagen. So. Suspected. The materials are all here. Our agent located Taris on planetary fragment Gamma. We should continue our search there. Ach, das ist denn hier wieder. Nee, das schaffe ich nicht. War ja klar. Diese Fragmenten-Scan-Zeug da. Atmosphärenschild scannen. Du bist gerade verschwunden. Ah ne, du bist nur hinter dem Planeten. Ah. Ja, ich hab's gerade irgendwie ein bisschen verkeilt hier. Auf den Schirm. Ruf beantworten, habe ich doch gerade gemacht. Ruf beantworten. Ah. Was ist Ihre Entschuldigung? Genau. Das ist sehr bedauerlich. Manövrierunfähig. Genau. Wo ist sie denn? Oh. Die haben mein Antriebssystem offline gepackt. Ah, jetzt bin ich wieder bewegungsfähig. Sehr gut. Ui. Und da hauen sie mich doch fast weg. Und weg hier. Oh, 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 der hat mich hier in einem... Nein, der wird mich platt machen. Der wird mich platt machen. Ja, ich bin tot. Wo bist du eigentlich? Hallo? Sir Iron? Hab stumm gemacht. Wieso? Ich hänge immer noch hinter dem Ding fest. die haben mich gerade richtig fertig gemacht. Kaum eine Chance gehabt. Wo waren sie denn? Die müssten hier auf der anderen Seite des Planeten sein. Ja, ah, da bist du? Ja. Okay. Ja, haha, da lacht er. Ich werde hier getötet und die Zuschauer lachen. Ja gut, ich auch. Wo sind die Gegner? Ach, da. So. Ich flieg mal langsam drauf zu, dass ich meine Schilde ein bisschen... Also Schildenergie erholen kann. Oh, ich merke gerade, die machen dich auch ganz schön platt. Ja. Jupp. Aber übel, ne?
Und der Herr Iron hat mich einfach hier verlassen. Lässt mich einfach allein. So sieht's aus. Okay, Strahlenwaffenüberladung können wir jetzt gut gebrauchen. Oh, oh, oh. Nein. Notenergie zu den Schilden. Jawohl. Oh, 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 noch 5%. Das schaffe ich doch nie im Leben. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Hi. Mitten im Gefecht hier. Jetzt ballern hier wieder beide auf mich und wieder tot. Oh Mann. Ah, das ist ja übel. So. Das sind ja ganz schön schwere Gegner, muss ich ja mal sagen. So. Der Amnariel, wo bleibt er denn? Ist überhaupt noch hier? Sir Iron? Er hat mich verlassen. Gucken. Soziales und Team. Freundesliste. Dö. Er ist weg. Er ist einfach offline gegangen. Und hat mich hier im Stich gelassen. Das sind Freunde. Wisst ihr? Das sind Freunde. Jetzt schiebt das gleich wieder aufs Internet. Da bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher. So. Dann warten wir mal kurz, bis er wieder da ist, weil, wie ihr gemerkt habt, alleine habe ich gegen die Schiffe da überhaupt gar keine Chance. Also null, niet, nada. Oder soll ich es versuchen? Soll ich es wagen, alleine mit denen fertig zu werden? Oder warte ich noch? Ich werde mal ganz kurz schauen, nicht denken, dass ich weg bin. Einfach mal ganz kurz schauen, wo der Herr Sir Iron hier ist, ob der überhaupt noch online ist. Nö, ihn hat's rausgehauen. Ich hoffe mal, er kommt jetzt bald wieder. Da bin ich wieder, hallo. Tut mir leid, dass ihr das hier wieder sehen müsst. Okay, da der Sir Iron nicht da ist, werde ich es alleine mit den Gegnern da hinten aufnehmen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Da sind sie ja schon. Feinde 2. Aranhu Locken, IRW Sintesh Manövrierung Fähigkeiten. Ja, das ist ja auch so einfach. Ne? Die sind ja so schwach. Schwerer Warbird, Feind, alles voll damit. So, 14 Kilometer. Gleich bin ich wieder in Feuerreichweite. So, mal runterschalten. Und feuern, jawohl. Und direkt mal Strahlenbanküberladung anfordern. Boah, was haut der? Haut der denn rein hier? Meine Schilde schon wieder komplett offline. Gar nicht lustig. Boah, jawohl, einer weniger. Das lief diesmal doch ganz gut. So muss das nochmal funktionieren. Boah. Boah.
Notenergie zu den Schilden. Jawohl. Oh, 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 oh. Der haut mir schon wieder hier übelst einen rein. Der. Er hat mir 25% Hüllen integriert, einfach so abgedonnert. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ihr wollt mich doch veräppeln. Also, entweder sind die Gegner echt übelst stark hier. So richtig stark. Oder die sind wirklich auf zwei Schiffe ausgerichtet und deswegen. Habe ich da keine Chance. So. Aber ist, glaube ich, nur noch einer, ne? Jawohl, ist nur noch der, den wir gerade eben schon hatten. Ich glaube, er hat mich entdeckt. Jawohl. Dann machen wir uns doch bereit, ihn zu zerstören. Also, zu versuchen. Einmal kurz einen Schub. Das muss reichen. Dann muss ich die Energie wieder auf die Schilde packen. Da ist er. So, frontal, alles klar. Waffen sind bereit. Komm schon, 14 Kilometer. Jawohl, Feuer. Und direkt offline. Ne? Also zu nah darfst du ihn echt nicht kommen. Der haut ja hier rein. Das ist ja nicht mehr lustig. Boah. Der. Willst du mich veräppeln? Der hat mich jetzt gerade mit ein paar Schuss ausgeschaltet. Okay, also zu nah darf ich nicht kommen. Der hat da anscheinend irgendeine Mega-Waffe, die ihm dazu befähigt, mich mit wenigen Schüssen komplett außer Gefecht zu setzen. Das ist nicht fair. Würde ich mal sagen. So, Energie bei den Schilden ist bei 60 Punkten von 105, die ich erreichen kann. Wir fliegen wieder langsam auf ihn zu. Er ist weg. Wo ist er hin? Steckt er sich, der Feigling. So, Energie ist voll da. Wir suchen den Gegner. Oh weh, das sind wieder alle beide. Nee, das ist nur einer. Ja, schön im Visier behalten. Noch 25 Kilometer. Also ich darf nicht näher ran als, was waren das? 5, 6 Kilometer. Dann hat er seine super Powerwaffe da, die mich irgendwie direkt wegbolzt. Was haben wir denn hier noch alles? Warp-Plasma ablassen, Enter-Kommando ist noch zu weit weg, Notenergie zu den Waffen. Und hier haben wir die Überladung der Schilde. Der Strahlenwaffen. Nee, Torpedo verstärkte Wirkung. Der nächste innerhalb von 30 Sekunden. Hat eine verstärkte Wirkung. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir direkt am Anfang was reinhauen. Ich warte noch, bis ich ein bisschen näher dran bin. So. Jetzt. Und direkt abdrehen. Und schon offline. Das ist... Was hat der denn für eine Waffe, die mich da so dermaßen weghaut? Boah. Boah, schwerer... Schild direkt weg. Also hier mit dem Ausweichmanöver. Vielleicht kann ich da was erreichen, vielleicht auch nicht. Versuchen kann man es mal. Boah, meine Hülle. Wie war das? Nein, Tachyonstrahl. Notenergie zu den Schilden. Jawohl. So langsam zeigt es Wirkung. Strahlenbanküberladung. Photon-Torpedos verstärken.
oh, oh, das gibt's doch nicht. Ich war wieder zu nah dran, oder was? Also das ist ja wirklich frustrierend. Aber keine Sorge, wir machen gleich weiter. Ich mache noch eine kurze Pause, dass der eine wieder zukommen kann, weil ich glaube, entweder bin ich wirklich zu schwach dafür oder der Gegner ist dafür ausgelegt, dass da zwei Leute drauf schießen. Also, bis gleich.